Ja, mit der Brick bin ich gerade dabei, ihr ein bisschen die Unsicherheit und ihre Ängstlichkeit in der Stadt zu nehmen oder einfach da, wo viel Verkehr, viel Autos sind. Da fühlt sie sich sehr unsicher. Nicht aus dem Grund, weil wir das im Welpenalter verpasst haben und sie nicht dran gewöhnt haben, sondern die Brick ist einfach ein unsicherer, eher ängstlicher Hund von Natur aus. Genau, und ich arbeite jetzt mit dem Klicker und versuche sie dadurch so ein bisschen gegen zu konditionieren. Ja, einfach ihr die Situation angenehmer zu machen und ihr einfach ein bisschen die Angst zu nehmen. Wir kommen gleich in den viel oder mehr befahrenen Bereich. Hier auf dem Weg bis dorthin war es noch recht ruhig, aber man merkt der Brick schon an, dass sie die Leckerlis viel verhaltener nimmt als in einer gewohnten, ruhigen Umgebung. Und eigentlich würde ich einem Hund immer, wenn er sich so verhält, wenn er panisch ist, ängstlich ist, im Straßenverkehr ein Geschirr anziehen, ein Brustgeschirr, am besten noch ein Sicherheitsgeschirr, dass, falls er Panik bekommt, sich auf keinen Fall rauswinden kann und noch vor ein Auto läuft im schlimmsten Fall. Hier, wo ich jetzt mit der Brick unterwegs bin, ist es noch nicht ganz so extrem mit dem Verkehr und ich weiß, dass sie sich nicht rauswindet. Es kommt gleich ein Auto, aber ich glaube, Bricky bleibt mal da. Genau, aber ansonsten, deshalb hat Brick jetzt ein Halsband an, aber ansonsten immer Brustgeschirr oder Sicherheitsgeschirr. Ja, okay, wir gehen jetzt mal in den Trubel. Man sieht es schon an, die Ohren sind angelegt. Sie fühlt sich sichtlich unwohl oder unwohler. Weil es hier gerade noch relativ ruhig ist. Und das ist auch gut so. Ich habe gerade gesehen, ein Auto kommt von hinten. Da wird sie auch etwas schreckhaft. War schon schlimmer, ist auch schon besser geworden. Ja, was halt immer super funktioniert, ist die Arbeit mit dem Klicker. Also der Klicker nicht nur dafür, um dem Hund Tricks oder ähnliche Dinge beizubringen, sondern um dem Hund auch Ängste zu nehmen. Bei dem Klicker ist es so, dass, also wenn der Hund das Klickerprinzip verstanden hat, auch Glückshormone, gute Gefühle im Hirn, im Kopf, im Kopf freigesetzt werden. Einfach Klick, die Erwartungshaltung, es gibt es gleich eine Belohnung. Löst einfach schon allein ein gutes Gefühl aus bei dem Hund. Und mit dem Klicker habe ich auch schon andere Ängste, die Brick hatte, wie zum Beispiel auf einem Fliesenboden zu laufen, erfolgreich beheben können. Also mittlerweile läuft sie auf Fliesenboden und ich habe das auch mit dem Klicker gearbeitet in kleinen Schritten und genauso wird das jetzt hier auch mit dem Stadtverkehr stattfinden. Und natürlich fange ich erst harmloser an und steigere das langsam. Also wir gehen dann irgendwann mal auch nach Bremen, Stadtmitte, Hauptbahnhof, wo einfach richtig viel los ist, aber noch nicht. Erstmal in kleinen Schritten. Das ist jetzt der zweite Trainingstag und es ist schon besser. Und ich bin mir sicher, das liegt daran, dass ich mit dem Klicker arbeite. Hier noch spontan auf die Idee gekommen, die Autobahn hinter mir zu nutzen. Ich hoffe, man hört den Verkehr nicht so sehr, wobei es heute relativ ruhig ist auf der Autobahn. Wir sind hier aber noch einfach sicher. Da ist die Leitplanke dazwischen, ich glaube sogar ein Zaun, genau ein Zaun. Und sie hat natürlich den Lärm und die schnell vorbeifahrenden Autos, vor allem die LKWs.
das ist für sie noch schlimmer und kann aber gut mit ihr arbeiten, ohne dass es gefährlich wird. Quick, komm schnell, quick. So ein LKW, der uns gerade entgegenkam, ist für Brick immer noch relativ schlimm. Es geht, wenn er auf der anderen Straßenseite fährt, wäre er auf unserer Seite gefahren. Guck, ob ein Auto kommt. Wäre sie wahrscheinlich wieder erschrocken. Man hat aber an ihrer Körperhaltung auch gesehen, dass sie sich nicht so wohl gefühlt hat. Das mit der Autobahn war gut, weil die Autos noch weiter weg waren, sie aber trotzdem die Bewegung mitkriegt, den Lärm mitbekommt und ich sie langsam dran gewöhnen kann, wie ich es schon erwähnt habe, und dann nach und nach einfach immer das Level steiger und sie einfach immer mehr mitmachen muss. Aber natürlich in kleinen Schritten, wenn ich merke, dass irgendwas zu viel ist, dann breche ich das natürlich ab und wir gehen wieder einen Schritt zurück. Sie ist jetzt immer noch gestresst, sie hat auch gerade ein Stressgen gehabt und wir gehen jetzt wieder zurück. Und dann war es das auch für heute gewesen. Und die Briggy, die sagt, das wird schon. Okay, bis zum nächsten Video.